Hallo und herzlich willkommen bei Virtues in einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Jawohl, letzte Folge haben wir sage und schreibe 580 Diamanten abgegrast. Die habe ich mir jetzt hier auch schon mal gesichert. Also muss man da rein. Und ja, nächster Punkt war, dass ich mir jetzt so nochmal auf die Schnelle versucht habe, ein bisschen Glow zu farmen. Ist jetzt auch nicht die Welt dabei rumgekommen, aber immerhin ein bisschen. Ich glaube 100 noch was. Gucken, wie weit bist du? Der ist fertig. Ja, auf die Minute. Läuft. Da brauchen wir ein paar Minuten länger hier. Zack. Nehmen wir die alle mal mit. Ach, das dauert mir hier gerade zu lange. Mal erstmal hier. Natürlich auch alles vorbereitet. Hier können wir uns nochmal ein, zwei Ecken machen. Genau, Wut hatten wir auch nochmal drin. So, okay. Da haben wir die zwei Ecken, die brauchen wir. So. Und der letzte Wunde. 368, 63, meine Güte. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir überhaupt brauchen dafür. Da werden wir gleich ja feststellen. Aber Zeit, dass wir hier den Weg auch nach oben finden. Hier alles passt. So, na, erstmal hier die zwei Stufen, links und rechts. Perfekt. Das ist ja alles, was da ist, ist da. So, was benötigen wir hier jetzt noch? Dich benötigen wir. Dich benötigen wir. Und dich benötigen. Einfach mal hier unten dran. Gucken, wie weit wir kommen. Wird der klappen können. So. Sagen jetzt stufenweise einfach nach oben bauen, bis wir so machen können. Um hier so viel wie möglich abzudecken. Auf der Weste mich nicht hin. Egal. Ah, oh, das Seite für Seite, so. Hopp. Und du jetzt hier. Thanks.
Ah, da geht echt eine Menge drauf. Aber ich bin hier schon mal oben angekommen. Eine Reihe steht. Wo hänge ich denn hier? Das war jetzt richtig assi. Tolle Wursch, jetzt muss ich echt nochmal hochgehen. Keine Ahnung, wo ich jetzt gehangen habe. Und wieder runter. Ja, mal hier die Backside. Na, guck mal hier, wie viele davon schon weg sind. Stehen sie alle. Muss man ja alles im Auge behalten. Hier ist ja fast die komplette Front schon fertig. Finde ich sehr gut. Hier oben noch mal ein bisschen weiß. Das sieht, glaube ich, dann auch alles fertig aus, ja. Bis oben ran. Jawohl. Na, hier auch schon mal durch. Wie gesagt, was ich hier mitmache, weiß ich noch nicht. Zop, zop, zop. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall auch hoch. Vergessen, nichts auslassen. Komme ich hier ran? Ist natürlich Opti. Ich hoffe, es ist trotzdem immer noch der schnellste Weg, hier vorwärts zu kommen. Und da dürfen wir keinen auslassen. Aber da haben wir eine Flasche oben. Na, ja, da fehlt noch eine Ecke. Das ist dann, glaube ich, oben drauf. Auch noch ein paar. Na, ich glaube, das sieht hier alles fertig aus. Ja, sehr schön. Mal hier hoch. Die Reihe dicht. So, 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 alles zu. Kommen wir nochmal ran, dahin. Okay, und weiter. Machen wir unseren Leuchtturm fertig hier. Da müssen wir eh nochmal durch. Dann kommen wir wenigstens bis oben ran. Vorwarfrieren. Ich glaube, haben wir schon fast alle. Jetzt wird es auch eng.
Na, guck mal einer an. Hier kann man auch direkt. Na, war so klar. Das nicht schaffen werden. Halten wir das einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf hier. Alles cool, Leo, aber hier ist alles fertig. Da fehlt noch ein Diamant. Noch ist alles gut. Aber der ist hier abgeschlossen. Da hätte man direkt noch machen können. Da hat es uns runtergewibbert. Ich denke trotzdem, dass wir gut vorwärts kommen. Hier sieht es schon mal nett aus. Ja doch, ich muss gerade überlegen, aber wir kommen ja von da, das passt. Das heißt, wir könnten jetzt hier rein theoretisch hoch. Rein theoretisch. Hier noch ein bisschen was. Solche Steckstellen findet man dadurch natürlich auch wieder. Okay, dann gehen wir hier hoch. Natürlich sehr dicht dran gerutscht. Na egal. Zup, zup, zup. Den kommst du echt nicht hin. So machen. Up. Der Ecke nochmal. Hier ist alles dicht. Hier noch zu. Und runter mit dir. Ist ausgelassen. Sieht jetzt nicht danach aus. Das Problem ist, wie ich jetzt wieder da hochkomme. War klar. Na, ja, müssen wir uns daneben leider hochbauen. Um den Dom hier wieder abzureißen. Geht ja alles irgendwie. Hier müssen wir noch hoch. Ich glaube aber, da oben haben wir nichts mehr offen. Hier mal zwischendurch.
Ihr vielleicht auch ein bisschen. Warum lass mich den da auch noch mitnehmen? Okay. Und so einer rein. So, dann gucken wir uns noch die Front an, dann war es das. Na, das ist ja nicht die Front, die seitliche Front. Hier fehlt noch ein bisschen. Ich mache diesmal ein bisschen weiter weg. Bitte reiche wenigstens noch hierfür. Aber es sieht nicht danach aus. So ein Scheiß, der klappen können. Das sollte wohl nicht sein. Aber immerhin so gut wie geschafft. Muss man das nächste Folge nochmal angehen. Dann gehe ich nochmal kurz hier lang. Da habe ich auch noch ein bisschen was ausgelassen. Da. Ach, das ist genau. Macht mal so einen Krach hier draußen. Na, der ist relativ unwichtig, aber hier den brauchen wir. Boah, das mögen ich nicht tun. So runter. Hoffnung, dass da vielleicht ein bisschen was wächst. So. Ja, wie gesagt, sonst sieht es so ganz gut aus. Können wir jetzt hier nochmal. Damit uns das hier auch nicht nochmal passiert. Habe ich auch mal hier oben. Ja, da fehlen sie halt. Da haben wir wenigstens die Schrägen alle drin. Aber wir können ja mal das Feuer setzen. Ha! Kannst du schmor. So. Ein bisschen die Chancezeit noch nutzen hier. Also schon hier oben verbringen. Fehlt doch glatt noch eine Schräge. Wozu gehörst du? Du gehörst denn hier zur Außenseite. Kommt bei brav. So. Was fehlt da noch? Na, so kommt peu à peu noch ein paar Ecken zusammen. Der Glasboden später, was haben wir da noch? So, hier mal so ein bisschen ausbessern alles. Na komm, machen wir jetzt hier Feierabend. Ich muss eh noch mal ein paar Slabs reinballern. Und dann haben wir den Turm soweit clean.
Oh Gott, hier drin fehlt ja auch noch ein bisschen was. Aber gut, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.